Und die nächste Kategorie, die ich euch zu bieten habe, ich nenne sie die Denkbar. Und zwar die Denkbar für Dichter, Denker, Poeten, Philosophen, Politiker, wem das Herz begehrt zu diskutieren, hier fleißig mitzuwirken in verschiedenen, entweder Unterkategorien oder aber als ein Stream hier unten drunter fortlaufend. Ja, der ist herzlich dazu eingeladen, hier unten, da unten seine ganzen Beiträge zu posten. Und ja, wir werden uns bemühen, da mal durchzuackern. Wir, das heißt, ja, mittlerweile sind wir schon zwei, drei Leutchen, die mir da ein bisschen helfen, mich zu sammeln erstmal. Mehr will ich noch nicht zulassen. Ich möchte meine Eigenständigkeit bewahren. Ja, wobei meine Freunde natürlich immer willkommen sind, mir weiterzuhelfen. Ja, irgendwie spannend, ne? Das gebe ich mal gleich als erstes rein in die Denkbar. Da gibt es junge, attraktive Frauen, tolle, dynamische Männer, die machen Musik, die machen Reportagen, die quatschen. Puh, da kommt so eine Olle daher. Ich jetzt gerade mal 50, aber immerhin eine alte. Alte Senioren im Krähenalter, im Rabenalter. Eine alte Schachtel. Okay. Hätten wir das jetzt auch abgehakt? Ja, besonders aussehen tue ich nun mit dem Alter und Dürre, wie ich bin und gebeutelt, wie ich von der Vergiftungserkrankung bin. Nun auch nicht gerade optisch der Hammer schlechthin, aber irgendwie scheint es euch ja zu bewegen. Komischerweise sogar, dass ich so viel quatsche. Lustig. Aber das ist auch was, was mich sehr belastet, was ich sehr traurig finde. Warum können die Menschen nur noch überfliegen, überlesen, hören eigentlich nur noch mit einem halben Ohr hin, aber sind schon wieder auf einer anderen Hochzeit? Ja, da gibt es hier einen ganz lieben Menschen, der auch auf YouTube seine Bilder einstellt. Das ist der Bernd Viehmann. Und der hat das so schön gesagt. Es sind doch die Emotionen, die uns zusammenbringen. Vielleicht schaffen wir es ja durch die Emotionen, die wir haben und die wir hier übertragen, wieder ins Gespräch zu kommen, uns wieder anzusehen beim Gespräch. Sich Zeit zu nehmen und nicht nur überfliegen, überfliegen, hurra, nur die Hälfte wissen. Eigentlich weiß ich gar nichts, aber ich weiß auch alles. Blablabla, alles geht so schnell. Nein, wieder zur Ruhe zu kommen, bedacht Worte wählen, wie gesagt, sich in die Augen schauen, Gefühle bemerken, Empathie wieder schulen, individuell Meinungen akzeptieren, anhören, filtern, selbst daraus seine Lebensmosaiksteine basteln für den eigenen Lebensweg, nichts klauen, weil das wäre schade. Mitnehmen, ja. Ja, das sind so die Sachen. Die gebe ich jetzt gleich mit diesem Vermerk in diese Kategorie da habe ich mich jetzt versprochen, Entschuldigung, der Denkerstube, die ich hier mit der Unterkategorie, wie gesagt, denkbar, ja, einfach mal beginne. So, mehr weiß ich dazu nicht zu sagen. Ich habe noch viel zu sagen, aber das dann an anderer Stelle. Ciao und ich freue mich über Beiträge von euch. Quergemixt denkende Sachen. Ciao. Ach so, noch ganz wichtig, hat natürlich nichts mit meinem Denkerstübchen zu tun, das sind meine eigenen Sachen, sondern hier diese Kategorien sollen entstehen, um Gemeinsames zu entwickeln. Das heißt, ihr seid dann die Denker und Dichter und Poeten und Politiker, die mit mir gemeinsam hier was entstehen lassen. Mein Denkerstübchen, meine Küchenplauderecke oder meine Klo- und Küchengesänge, das bleibt natürlich mein Baby und unter dem Begriff Gedankenblumen, Kreativwerkstatt bleibt das eigenständig.
Meins. Ja, Talente bündeln und Gemeinschaft fördern. Das ist meine Herzensangelegenheit. Deswegen sei eingeladen und bitte, mach sofort mit. Ciao.